Tausende Menschen sind am Donnerstag in ganz Polen auf die Straßen gegangen, um gegen das neue und hart umstrittene Abtreibungsverbot zu demonstrieren. Mehr als 3 Monate nach dem Spruch des polnischen Verfassungsgerichts vom Herbst, das auf ein quasi totales Abtreibungsverbot in Polen hinausläuft, wurde nun die Urteilsbegründung vorgelegt. Am späten Abend passierte das Urteil auch die letzte Hürde und wurde im Amtsblatt publiziert und ist damit rechtskräftig. In der Hauptstadt Warschau kam es zu Gewalttaten zwischen Demonstrierenden und der Polizei. Die Menschenmasse versammelte sich vor dem Gebäude des Verfassungsgerichts. Die Polizei stürmte in die Menge, um sie aufzulösen. Mindestens 3 Personen wurden festgenommen. Nach dem neuen Gesetz sind Schwangerschaftsabbrüche nur noch in Fällen von Vergewaltigung und Inzest erlaubt und wenn die Gesundheit der Mutter gefährdet ist. Ärzte, die illegale Abtreibungen durchführten, droht nun eine Haftstrafe. Das Gesetz wurde von der nationalkonservativen Regierungspartei PiS auf den Weg gebracht.